Scheiße, ist das kalt, ey, und Regen auch schon wieder. Oh, Alter, oh, meine Fresse. Alter, ich hab Rücken. Ich weiß, warum ich nicht unter die Autos guck. Zusammen. Ich wurde gerufen, um die Qualität des E208 jetzt hier zu prüfen. Und naja, nach dem PSA-Desaster mit dem Opel Corsa, der wirklich den einzigen Kategorie 1er bisher überhaupt erwischt hat, hat natürlich der E208 einiges gut zu machen. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir gehen ausnahmsweise mal gegen den Uhrzeigersinn, weil es einfach aus Platzgründen hier besser passt. Aber ihr seht auch hier genau, so kann es gehen. Das heißt, wenn ihr eine Garage habt und zur Verfügung stellen könnt mit einem Auto, was ich noch nicht geprüft habe, dann ist auch genau sowas machbar und wir kriegen das alles hin. Also, lasst uns anfangen. Okay, hier an der Front fällt auf, das haben schon andere Fahrzeuge hier auch gezeigt, dass wir viele Fugen haben und auch Flächen haben, die dann überlappen, zum Beispiel in diesem Moment über dem Scheinwerfer verlaufen und somit eigentlich Spaltmaße gar keine Relevanz spielen, weil sie in einer sogenannten Schattenfuge sich befinden. Eine Schattenfuge, da brauche ich gar nicht zu messen, das sieht sauber aus. Aber auch die Einpassung des Säbelzahns und der Leuchte selber, das ist sauber. Übergang hier vom Stoßfänger zum Kotflügel ist auch sauber und auch hier vorne der Spaltverlauf hier, obwohl es hier so ein bisschen, das seht ihr, ein bisschen labil ist, trotzdem, es ist absolut gut eingepasst. Okay, hier haben wir auch wieder im Fall, ähnlich wie damals beim XC40, eine aufgesetzte Motorhaube, die dann hier einen Spalt bildet, oben zum Kotflügel hin. Und die A-Säule hier in diesem Fall übrigens, die eben nicht unter zum Beispiel Motorhaube oder Kotflügel eintaucht, sondern man hier versucht, einen möglichst guten Spalt hinzubekommen, ist Peugeot an der Stelle aber auch sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Und dann können wir des Weiteren hier natürlich auch gleich immer gucken, wie ist der Versatz hier zur Tür. Das fühlt sich aber gut an. Das heißt, ihr rutscht mit den Fingern so ein bisschen runter, wie über so eine kleine Kante. Das fühlt sich sehr gut an. Kann ich auch nichts erkennen. Spaltverlauf hier ist absolut gleichmäßig und auch hier oben. Sieht das gut aus? Ein kritisches Thema, was wir sonst auch immer gerne haben, sind hängende Türen. Das heißt, dass eine Vordertür zur Hintertür oftmals im Z, also in der Höhe, sich so ein bisschen hier unterscheiden. Sieht man dann oben an der Kante, sieht man auch ganz gut hier an der Bordkante hier, Zierleiste. Ist in diesem Fall aber überhaupt nicht vorhanden und natürlich hier auch wieder den schuppigen Aufbau, der ist schon fast bei Null hier, würde ich sagen, wenn ich das hier mal eben so fühle. Aber Null oder Minus ist immer gut. Das heißt, entweder steht die tiefer oder mindestens auf gleicher Höhe. Sie sollte nicht überstehen. Gut, und weil wir hier natürlich beim Q-Check sind, gibt es hier auch schon tatsächlich etwas, was ich gefunden habe. Und zwar scheint es so, als wenn die ganze Tür nach innen so ein bisschen reingekippt ist. Das merkt man daran. Einerseits oben sieht man es schon am Gummi, was hier deutlich weiter in der Karosserie innen steht. Aber ganz deutlich merkt man es eben dann doch wieder, wenn man dieses Fühlen macht. Das Seitenteil hier hinten, die Tür steht deutlich unter dem Seitenteil. Das heißt, in diesem Bereich ist prädestiniert zum Beispiel für Windgeräusche, aber auch Schmutz. Das heißt, Dreckwasser, Dreckschmutz und Wasser, das würde sich hier an der Kante sammeln. Und dann hat man hier so einen Rand. Kennt ihr bestimmt auch von Autos, die ihr immer im Verkehr seht oder so weiter. Daran erkennt man eigentlich immer eine falsch eingestellte Tür. Im unteren Bereich ist sie übrigens super. Also hier ist alles gut. Es ist nur in den oberen Bereich ist sie reingekippt. Okay, wo wir jetzt gerade bei ein bisschen Unterstand waren, das sieht man auch gut hier am Tankdeckel, Ladedeckel, nennt es wie ihr wollt. Im oberen Bereich einen deutlichen Unterstand, also ich schätze mal das deutlich über 1 mm. Ich habe hier meine Fühlerlehre, die lege ich mal eben dran. Das sind jetzt gerade 2 mm und der liegt mit 2 mm plan. Das heißt, der hat einen Unterstand von 2 mm, den hat er dann unten hier im Bereich zur Kotflügelverbreitung hier, hat er dann deutlichen Überstand. Der ganze Deckel ist also wirklich gekippt nach oben rein, also aber deutlich halt. So, kommen wir zu meinem Lieblingsthema, die Königsfuge, also die runterlaufende Linie hier im Bereich der Heckklappe zum Seitenteil, zum Kotflügel hinten, rechts und links und wie mittig zentriert eben die ganze Heckklappe im Fahrzeug eingepasst ist.
Und es ist hier nicht wirklich eine Königsfuge, weil durch die Rückleuchte, die hier ein bisschen reingeht, hat sich das Ganze hier so ein bisschen entschärft. Aber nichtsdestotrotz hat man im oberen Bereich hier deutliche Abweichungen. Ich sehe sie. Und im unteren Bereich auch. Und im Übergang vom Leuchtenband zur Rückleuchte ist auch was. Das werde ich mir jetzt mal angucken und wo wir da tatsächlich messtechnisch stehen. So, und dazu nehme ich mal hier an, das sind bestimmt, boah, das ist gut gemessene 4 mm. Mehr noch, 4,5 geht rein. 5 mm geht rein. 5,5 geht stramm rein, oben nicht mehr, oben 5 stramm. Hier hinten geht die 5 nicht rein, 4,5 nicht rein. Die 4 geht nicht rein, damit haben wir schon mindestens 1,5 mm Abweichung. Die 3,5 geht rein, also lag ich recht richtig. Wir haben hier oben eine Diskrepanz von 1,5 mm. Und im unteren Bereich wird das ähnlich sein, da ist es ein bisschen größer ausgeführt. Also die Spaltmaße im Bereich der ganzen Rückwand hier, die sind doch ein bisschen großzügiger. Hat aber einen Vorteil, ihr müsst euch keine Angst haben, dass wenn die Klappe mal zugehauen wird, irgendwo hier eine Kollision entsteht. So, 5,5 geht rein, 6 geht stramm. 6 geht stramm rein. Auf der anderen Seite 4,5 geht locker gut. 5,5 geht nicht rein. Also 5 zu 6, ja, 1 mm rechts zu links. Im Spaltverlauf würde ich als einen Punkt aufschreiben, weil es die ganze Rückwandtür hier betrifft. Und im Übergang hier gehe ich davon aus, dass es 2 mm sein werden. Das heißt, ich liege hier ziemlich plan. Und hier habe ich einen Unterstand. Ja, das sind 2 mm. Ich bin dann hier wieder ziemlich genau plan. Und wenn ich auf die andere Seite gehe, hier, da kann ich den sogar so drauflegen und habe einen ebenen Übergang. Das zum Thema Rückwandtür, Königsfuge. Zum Thema Leuchtenband und den Rückleuchten haben wir hier auch so, dass die ganze Heckklappe scheinbar so ein bisschen auch in sich versetzt ist. Hier unten haben wir 2 mm Unterstand im Gegensatz zur anderen Seite, da liegen wir plan auf. Was aber für mich komisch ist als Ingenieur ist, wir haben hier oben am Dach einen Spalt, der komplett gleichmäßig ist. Das spricht eigentlich nicht für eine versetzte Heckklappe. Da müsste man nochmal gucken, ob es vielleicht sonst auch an der Rückleuchte liegt. Kommen wir jetzt mal eben zur rechten Seite und das war ja auch die Problemzone beim Corsa damals. Und ähnlich ist es scheinbar auch beim Peugeot jetzt hier. Also man hat zwar hier den schuppigen Aufbau, aber da haben sie es doch ein bisschen zu gut gemeint. Also im unteren Bereich hier steht die Tür locker 2 mm raus. Also wenn ich von einem schuppigen Aufbau rede, dann rede ich von maximal 1 mm, eher 0 bis 0,5. Das hier, wie gesagt, das sind 2 mm. Das sieht aus, als wenn die Tür hier unten so ein bisschen offen steht. Im oberen Bereich ist das nicht so wild. Also hier ist die Tür tatsächlich anders aus auf der anderen Seite. Unten ein bisschen rausgekippt. Okay, was wir jetzt hier genau im Übergang von der Tür zu der Tür merken ist, dass im oberen Bereich hier auch der Unterstand des schuppigen Aufbaus deutlich ist. Also 2 mm haben wir hier. Und das liegt genau daran, an dem, was ich da unten gerade an der Stelle hatte. Die ganze Tür ist im Prinzip so gekippt, dass sie unten rauskommt und hier oben zu weit reingeht. Und das sehen wir dann hier oben in dem Übergang auch. Das Z-Maß ist übrigens davon komplett unberührt, wie die Tür steht. Das ist in beiden Seiten komplett gut. Das sieht man unten an dem Zierstab, an der Bordkante und auch oben hier im Bereich, der, ja, er hat keine richtige E-Linie, weil es dieses EPDM-Gummimaterial ist, aber die sind wirklich auf einer Höhe. Das ist genauso, wie es eigentlich auch sein soll. So, sind wir wieder im Bereich vorne der Haube angekommen und A-Säule, Übergang zur Kotflügel ist auch wie auf der anderen Seite gut. Hier oben sieht man so ein bisschen dickeren Lack. Da kriege ich oben gerade mal also keine 2 mm mehr rein. Kurzzeitig später ist er dann verschwunden. Und wenn ich den jetzt mal eben hier durchziehe, hier an der Seite, bleibe ich hier vorne plötzlich stecken. Das heißt, hier vorne geht die Haube wirklich richtig zusammen. Sieht man auch, wenn man sich auf Augenhöhe begibt davon. Und ich bleibe hier wirklich stecken. Aber, ne, also ihr seht, da bewegt sich sogar die Haube.
Auf der anderen Seite habe ich 4,5 mm und hier die 2, die muss ich wirklich mit Gewalt reinschieben. Das sind wahrscheinlich eher 1,7. Das ist schon eine große Abweichung. Da müssen die Haubenpuffer einfach nochmal eingestellt werden, dass sie hier ein bisschen höher kommt. Okay, wir haben jetzt das Auto einmal von ringsrum einmal durchgeguckt. Das sieht soweit gut aus. Der Lack ist top. Ich habe am Lack wirklich gar nichts gefunden. Und jetzt gucken wir uns mal die Türen und Klappen an. Fangen auf der Seite an. Tür geht auf. Ja, teilweise ein bisschen mager lackiert hinten im Bereich der Scharniere und Anbindung. Türgummi sieht gut aus. Hier sieht gut aus. Unterseite der Tür. Gummi liegt sauber an. PVC-Naht. Minimale Blasen, aber kaum. Also sehe ich nur im Licht. Ist gut. Tür gut. Türverkleidung gut. Top. Also. Auch hier. Zeichen von ein bisschen mager Lackierung. Die werden lackiert mit angeschlagenen Türen, eindeutig. Aber das machen alle so. Türgummi sitzt gut. Leitung in den Innenraum gut. Türgummi gut. Dichtung gut. PVC-Naht hier 1A. Gibt gar nichts. Gefällt mir. So, gucken wir mal hier hinten rein. Verkleidung sauber verbaut. Das sieht schick aus. Schwarz abgesetzt, lacktechnisch gut. PVC-Naht, hier ist gar keine, hier kommt eine. Hier leichte Fissel dran, kann man sich ein bisschen dran pieksen. Dann geht es hier weiter, sieht gut aus. Hier sieht es auch ein bisschen wild aus. Das, also schön sieht das nicht aus. Das würde ich auf jeden Fall aufschreiben. Hier hast du auch schon wieder so einen kleinen Piekser dran. Das sieht auch nicht ganz so schön aus. Ja, das sind ja französisch laissez-faire. Ja. Tut nichts zur Sache. Also da wird nichts durchgammeln oder so weiter. Das sieht einfach nicht so hübsch aus. Aber ansonsten, ja, Kappe jetzt hier. Das ist jetzt keine Autobaukunst oder so, aber für eine Beanstandung jetzt, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Das ist einfach das Konzept von dem Auto und die wollen auch damit Geld verdienen. Insofern auch an den Scharnieren keine Abschürfung. Sieht das gut aus. Da kommt nochmal eine Kategorie 3 dazu, einfach aufgrund der paar Spritzer da, aber sonst gut. Okay, gucken wir uns mal hinten jetzt die Tür an. Und fangen hier wieder mit dem umlaufenden Türdichtungsgummi an. Das ist gut. Scharniere und Stromleitung, alles gut. Untere Dichtung sitzt sauber. PVC-Naht sieht top aus. Wirklich richtig gut. Oben die Dichtung sitzt gut. Hier am Rand sitzt gut. Schick! Und die letzte Tür. Ach ja, minimal eingekrempeltes Gummi hier unten, der Tesla-Fehler, mager lackiert hatten wir schon das Thema, ansonsten ist das Gummi sauber verbaut, der Blick von hier in die Tür hinten sieht gut aus, Türgummi hier, sauber, 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 PVC-Naht ohne Blase, so gefällt mir das. Und auch unten das Gummi komplett sauber verbaut. Das heißt, hier haben wir nur einmal minimal eingekrempeltes Gummi da unten. So, das waren alle 5 Türen des Fahrzeuges und bis auf die Heckklappe sehen die wirklich auch alle top aus, wobei die Themen bei der Rückwandtür oder Heckklappe auch wirklich Kleinigkeiten waren. Gucken wir nochmal eben unter die Haube. Dazu machen wir die mal eben auf und ihr merkt schon hier, da muss man das Ganze aufständern. Das Ganze hat natürlich einen bestimmten Grund. Ein Peugeot 208 hat keinen Frunk. Deswegen muss man die Haube vorne dementsprechend auch nicht oft aufmachen und man kann sie ganz normal aufständern. Ja, was fällt auf?
überall kleine Bereiche, wo ein bisschen mager lackiert wurde. Das ist hier halt auch konzepttechnisch wahrscheinlich so, kennen wir auch von der Zoe. PVC-Naht hier nicht vorhanden, nur im oberen Bereich. Hier ist dann eine PVC-Naht, die sieht soweit gut aus. An der Seite neben der Motordämmung. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass das mit dem Verbrenner auf einer Linie läuft und bevor man irgendwas mal rausnimmt, das verwirrt die Mitarbeiter, sagt man, baut so ein und gut ist. Ist es hier in den Bereichen aber auf jeden Fall auch mager lackiert. Ansonsten alles so, wie es eigentlich zu sein hat. Da sind keine losen Kabel oder ähnliche Themen jetzt, die ich jetzt auf den ersten Blick erkenne. Das sieht gut aus. Innenraumcheck. Okay. Gucken wir uns das mal hier im Innenraum an. In der Mittelkonsole empfindlicher Klavierlack. Ansonsten von den Passungsthemen. Übergang der A-Säule in den Himmel. Das sieht man hier oben vielleicht. Das ist okay so, das geht aber auch gar nicht besser. Ich mag das nicht, wenn hier die Krümmung deutlicher ist, als hier, die gar nicht vorhanden ist. Das ergibt dann immer hier so eine Kanten. Haben wir auf beiden Seiten, ist aber kein Fehler, sondern einfach ein Designthema. Genau wie hier oben, dieser Übergang vom Spiegel. Da bleibt man auch mit dem Finger hängen. Genau in der Mitte so eine Naht zu machen, kann man anders machen, ist schöner zu machen. Und wo noch ein Thema ist, das ist hier im Bereich des Mitteltunnels hier der Übergang. Auch das hier, das seht ihr, das kann man auch so ein bisschen reindrücken hier. Das ist nicht schön. Steht auch über, das würde ich vielleicht auch aufschreiben. Also das ist als Einser, das geht besser. Ich finde es einfach nicht schön, ne? So, ein Thema haben wir hier, das seht ihr ganz, ganz deutlich hier. Ein Riesenspalt. Also das ist für mich auch nicht mehr Kategorie 3, das ist ein Zweier. Das finde ich nicht schön. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da ist wahrscheinlich irgendwo hinten, das muss man miteinander verrasten. Da ist der umgebogen und nicht verrastet und deswegen geht der so auf. Und was noch dazu kommt, ist eine ungeheure Labilität hier unten in diesem Bereich. Also seht ihr das hier, diese Abdeckung hier? Hier. Muss das so sein? Ich weiß es nicht. Aber schön ist es nicht. Was ihr vielleicht nochmal bei euren Fahrzeugen gucken könnt, wenn ihr ein Glasdach habt oder ähnliches, das ist das umlaufende Gummi oben an der Abdichtung zum Schiebehebedach oder so weiter. Bei vielen Herstellern wird hier ein Endlosgummi verwendet. Hier in diesem Fall beim Peugeot ist es nicht endlos, sondern hat nämlich hier einen Stoß. Das heißt, man fängt hier an, zieht es einmal rum und legt es wieder dann am Anfang zusammen. Dann entsteht halt genau hier dieser Spalt und das sollte natürlich ordentlich aussehen. Andere Hersteller verzichten darauf, die haben ein komplettes, geschlossenes Gummi, hier nicht, aber achtet da einfach drauf. Okay, das war's jetzt mit dem Q-Check des Peugeot E208. Ich bin fertig und lasst mal eben auf die Liste gucken, was es jetzt tatsächlich am Ende geworden ist. Dazu blende ich das mal eben ein. Wie zu erwarten, hat er keinen Kategorie 1 Fehler, so wie der Bruder aus dem eigenen PSA-Konzern, der Opel Corsa E, bisher das einzige Fahrzeug mit einem Kategorie 1 Thema bei mir. Dafür hat er in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die Kategorie 2, also 35 Punkte und 2 mal die Kategorie 3, noch 2 Punkte dazu, sind also in Summe 37 Punkte damit. Und das blende ich jetzt gleich im Nachgang nochmal ein. Landet der Peugeot E208 genau zwischen meinem ID.3, der recht weit hinten ist, und dem Hyundai Ioniq und auch dem Aways U5. 37 Punkte, deutlich besser als, das seht ihr ganz unten auch, der Opel Corsa mit über 40 Punkten. Aber in Summe muss ich sagen, ist der kleine Franzose bis auf ein paar Nachlässigkeiten hier im Karosseriebau, also Spalte, Übergänge der Türen zum Beispiel oder auch im Bereich der Fronthaube, sehr, sehr gut. Was mich sehr positiv überrascht hat, ist der Lackzustand. Außen sowie innen im Bereich der PVC-Nähte ist hervorragend. Da gibt es gar nichts zu sagen. Und somit, also er wäre für mich ja die Alternative gewesen zum ID.3 und ich glaube, damit hätte ich auch nichts bereut. Soll es gewesen sein, hier aus der Kuhgarage zu Gast bei Freunden, sage ich ja immer. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, was ich jetzt noch nicht geprüft habe, dann kommen wir gerne bei euch vorbei. Wenn ihr ähnliche Möglichkeiten habt wie hier, unter freiem Himmel ist es immer schwierig, wenn es denn mal regnet, dann stehen wir da ganz schnell im Nassen. Aber mit einer Garage können wir so einen Q-Check ganz schnell auch bei euch durchführen. Sagt Bescheid, wenn ihr im Raum Berlin irgendwo wohnt, noch ein Fahrzeug habt, was nicht auf der Liste steht. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt dran, Kanal abonnieren, den Daumen hoch und ab in die Kommentare, was haltet ihr vom kleinen Franzosen. Bis dann. Ciao.